So, hallo Leute und willkommen zu keinem neuen Projekt. Ihr kennt dieses Spiel bereits, ich habe es schon mal gespielt in der Klaus Beta, als sie mal kurz offen war. Mittlerweile befindet sich das Spiel schon seit längerer Zeit in der Open Beta. Ich habe einen neuen Charakter, wie ihr hier seht. Dieser Charakter nennt sich die Ausreißerin, kämpft mit sowas hier. Und wir haben ein Küken dabei. Fragt mich nicht, was das Küken genau bringt. Ich habe selbst erst angefangen und ich habe es Ewigkeiten nicht gespielt. Also das Küken momentan lootet es einfach nur, Knuckles. Lootet es momentan einfach nur, ja, Gegenstände, die gedroppt werden. Wir haben auch noch irgendwelche Items für die anderen Klassen. Die anderen Klassen habe ich aber bis jetzt noch nicht gespielt. Dazu kommt, wie ihr hier seht, unser Equip. Ich kann es ja einmal so kurz durchzeigen, dann seht ihr es. Knuckles. Ja, das Tutorial, ich wollte es eigentlich erst komplett abschließen, hab's jetzt aber noch nicht komplett abgeschossen. Wir müssen ihn hier noch machen. Dann hätten wir das Tutorial, glaube ich, komplett abgeschossen. Das ist nämlich momentan meine Quest, ihn zu besiegen. Darum fangen wir auch gleich mal an. Das Spiel sollte ja noch bekannt sein. Es spaltet sich in zwei Hälften. Die erste Hälfte ist das hier, was ihr hier gerade seht. Dann müssen wir so einen Schoss erobern, in der bestimmten Zeit durchkommen. Ich weiß allerdings nicht, wo die Zeit angezeigt wird. Früher war das mal recht offensichtlich, mittlerweile nicht mehr, da wir hier durch müssen. Das spielt sich dann so ein bisschen wie Diablo, wenn man es mal so sehen möchte. Also das Rumrennen, Monster töten, dabei Sachen looten, ohne Probleme, mit Fallen, wie man hier sieht. Also das sind, später kommen dann auch Spielerschlösser dazu. Das ist das Coole dran eigentlich. Du sollst schreien, danke. Dieser Schrei gibt uns ein Schild und schwächt die Feinde ein bisschen. Jetzt haben wir gerade ein Level-Up bekommen. Ja, hier haben wir auch noch so eine schöne Attacke. WTF, was ist das denn für eine Glibberwall? Wir können da einfach durchgehen. Es zieht uns aber Mana ab. Oh, wow. Ja, I will in a minute. Oh, nochmal den Dreher. Sehr schön. Ja, hier ist so... Ah, okay, dieser Säureregen kündigt da das Ding an. Was müssen wir jetzt finden? Für die Leute, die vielleicht es nicht kennen, wir müssen jetzt die Schatzkammer dieses Schlosses finden, beziehungsweise den Endgegner, dass hier gerade auch ein Endgegnerkampf ist. Wir haben unser eigenes Schloss auch, was wir verteidigen müssen, allerdings nicht mit unserer Spielfigur, sondern mit Fallen und Monster. Das kommt, glaube ich, hier nach. Sobald wir dieses Castle zu Ende haben, dann können wir auch endlich diese Dinger bauen. Momentan kann ich sie noch nicht machen. Das werde ich jetzt hier im ersten Part auch noch zeigen. Danach aber nicht mehr. Denn ihr dürft mich natürlich auch gern angreifen, beziehungsweise es ist gewollt. Und sobald, ja, ihr dann halt immer wisst, wo was ist, dann wisst ihr halt, wo ihr nicht lang gehen solltet oder so. Darum zeige ich es nur im ersten Part und danach nicht mehr. Was ich aber zeigen werde, ist, wenn ich wirklich angegriffen werden sollte, zeige ich in regelmäßigen Abständen, wie die Leute sich geschlagen haben. Ob sie es geschafft haben, ob sie es nicht geschafft haben und so weiter und so fort. Das wird dann immer so ein kleines Special Parts folgen. Also falls ich wirklich angegriffen werden sollte. Ich weiß nicht, ob das Spiel noch so viele spielen. Ich persönlich finde es aber eigentlich eine saugeile Idee, wie das gemacht ist. Es ist halt so eine Art Bowser-Game und Diablo gemischt, sag ich mal. Ihr werdet nachher sehen, was ich meine mit dem Bowser-Game, wenn wir wieder im Castle sind. Momentan. Seht ihr halt nur das Geplänke hier. Ich muss wieder ein Schild holen. Wir haben dann schon so ein bisschen mehr drauf. Wir haben hier noch sowas hier. Können wir hier auch mal hinstellen. Wenn wir reinrennen, bringt uns das sogar was. Wir können auch Heiltanke nehmen, wovon ich jetzt mal einen nehmen werde. Dann hau ich euch jetzt weg. Überkommen. Oh no, not now. Die Sprüche der Charaktere sind auch sehr schön. Das Spiel momentan komplett in Englischen. Ich verstehe nicht warum. Vielleicht kann ich das in Steam noch auf Deutsch stellen. Ich meine, es gab eine deutsche Variante davon. Habe ich schon momentan nicht. Da ist der Endboss. Den ich mich gleich annehmen werde. Warte, ich seine Gehilfen hier weg habe. So, und jetzt zum Boss. Einfach schön diese Klingattacke in ihn reingemacht. Wir haben noch eine Headbutt-Fähigkeit, die finde ich jetzt aber nicht so gut. Das ist diese hier. Ja, diese tut uns auch selber weh. Ja, finde ich halt, macht schon Schaden, aber finde ich jetzt halt nicht so optimal, wenn wir uns selbst wehtun. Und stirb. Damit hätten wir den Boss tot, kommen in seine Schatzkammer, wie wir hier sehen.
Oh, große Truhen diesmal. Normalerweise sind es kleine Truhen. Ja, so viel mehr gab es jetzt aber nicht. Haben das durch, gehen hier raus. Und ja, hier sehen wir nochmal, was wir bekommen haben. Das ist dann Gold. Keine Ahnung, was das ist. So mal war Mana oder so. Wir werden es sehen. Erfahrungspunkte. Können hier nochmal das Castle bewerten. Bekommen dafür dann auch nochmal ein bisschen Gold. Und haben damit jetzt die Quest beendet. Dum, 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 dum. Click to continue. Der interessiert mich nicht. Der labert nur Scheiße. Ich meine, gut. Halt's Maul. Blueset Fresher, bla bla blub. Install Life Force Mine. Ist das unser Quest? Das ist schön, aber ihr habt alles ausgeblendet. Das ist sehr schön, wenn die das HUD ausblenden und es wollen, dass ich im HUD hier oben was drücke. Adding Life Force Mine. Life Force ist denn das, was das, diese blauen Kristalle da aussagen. Ja, wir sehen uns aber gleich wieder, wenn ich das Spiel mal neu gestartet habe, denn ihr seht, ich kann hier gerade absolut nichts anklicken. Ich kann zwar in den Optionen gehen, aber das hilft mir nicht. Also bis gleich. So, hier sind wir wieder und so sollte es eigentlich aussehen. Ne? Jetzt haben wir es hier auch in Deutsch. Ich habe es gerade umgestellt, ich habe es doch gefunden. Und genau das hier sollen wir bauen. So, ich möchte das gern hier hin haben. Das hier ist eine Goldmine, da bekommen wir Gold. Und hier bekommen wir... Great! Hier soll ich ein Beschwörerportal bauen. Glaube ich. Nochmal hier auf Architektur. Beschwörerportal. Das setzen wir hier hin. Zack. Ja, und jetzt kann ich halt auch um Kreaturen setzen. Für die Punkte hier. Ihr seht, ich muss auch das nur abwählen, um stärkere zu bekommen. Gibt es allerhand, wie ihr seht. Es gibt auch Bosse, es gibt Fallen, wie ihr hier seht. Und ja. So, was bringt uns das? Wir müssen halt verteidigen. Der Typ kommt halt hier rein. Der Typ kommt halt hier rein und muss halt hier ankommen im Endeffekt. Dann bekommt er unseren Schatz, also so ein Teil unseres Schatzes. Das können wir halt mit Monstern verhindern. Wir können später noch Räume dazu bauen und so weiter und so fort. Also wir haben da mehrere Varianten. So. Da steigen die Werte meiner Verteidigung. So. Schlossherz upgraden. Klick auf das Schlossherz. Ein Schlossherz upgraden. Verteidigungswert steigt. Maximal gleiche Punkte Kreaturen-Tickets. Und was schalte ich hier frei? Beschwörerportal Stufe 2. Zack, abgegradet. So. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass er dieses Schwarze nicht mehr ausblendet, muss ich zugeben. Jetzt kann ich das hier upgraden. Hatte ich auch gerade vor, ja. Hier seht ihr, was wir dann neu bekommen. Ein Zyklopen, eine Klebemine und eine rotierende Flammenkanone. Zack. Jetzt können wir wieder hier draufklicken. Ja. Allerdings... Die haben so einen Attackenradius. Wie ihr seht, in diesem Radius ziehen die sich auch gegenseitig an. Ja, hier können wir jetzt noch besondere Fähigkeiten von den aussuchen. Der kann eine Fähigkeit haben. Wir nehmen den. Ach, es nervt mich gerade. Jetzt können wir auch noch Fallen machen. Die Klebemine will ich gar nicht. Die ist relativ sinnlos eigentlich. I forgot to mention that your traps need a power source to function properly. You'll need to add a generator to activate your shiny new death traps. Okay, das ist neu, dass wir einen Generator brauchen. Hier sehen wir jetzt gerade einen davon. Also das ist neu, das gab es früher nicht, als ich es gespielt habe. Ihr könnt ja in meine... Ich glaube, ich packe das einfach in die gleiche Playlist rein. Ihr könnt es ja in der ganz alten Playlist einfach angucken. So, bauen wir hier nochmal so ein paar Flammenwerfer hin. Ist ja alles kein Problem. Wir können auch hier noch so einen hinbauen, damit er vielleicht gezwungen wird, hier durchzurennen.
Dann wollte ich auf jeden Fall auch noch so ein paar von diesen Schnodderviechern. Wir haben jetzt auch gleich unsere maximale Anzahl erreicht an Monstern, die wir haben können. Das sehen wir halt unten an der Zahl hier. One last highly important piece of info. Opulentian property law is very strict and stipulates that he who deals. Halte Alt gedrückt und klicke auf einen Generator, um den Generator für die Fallen auszuwählen. Whatever. Letzte Modifikation nicht freigegeben. Doch, keine Panik. Dein voriges Schloss ist immer noch öffentlich. Du musst dein Schloss noch einmal testen, um die bearbeitete Version für andere freizuschalten. Das heißt, ich muss mein Schloss einmal selbst noch testen. Okay. Ich muss jetzt also selbst mal durch mein Schloss. Tja, da ich mein Schloss kenne, ist das nicht sonderlich schwer. Wie man sieht. Der Radius ist noch so klein, den hätte ich dann noch irgendwie erweitern müssen. Ich kann die Minen zerstören, das konnte man glaube ich früher auch nicht. Und man kann die, muss ich die dann neu bauen? Das finde ich nämlich gar nicht mal so knorke, wenn ich die dann jedes Mal neu bauen müsste. Ach, muss ich die Kreaturen töten? So, jetzt wäre ich durch. Good work, you pro. Don't forget to install additional creatures and for now. I've been doing a lot of deep soul searching. Ja, ich glaube, das war's dann so langsam. So. Regionskarte. Hier können wir jetzt sehen, das haben wir jetzt abgeschossen, das erste Gebiet im Endeffekt. Hier seht ihr halt, es gibt noch deutlich mehr. Und ich würde jetzt halt auch wirklich gern dieses Spiel auch mal ein bisschen weiter spielen, als ich es in der Beta getan habe. Ja. Blablabla. Den sollen wir jetzt besiegen da oben. Nachbarschaftlicher Plünderer. Können wir schon andere Spieler plündern? Ja, Tatsache. Das hier sind andere Spieler. Die können wir jetzt bereits auch angreifen. Dafür brauche ich aber ein Level 5 Schloss, um andere anzugreifen. Das heißt, ich muss den ja upgraden, ne? Oh, kann ich ja machen. 200 habe ich. Jo. Zack. Wie viel kostet es jetzt? 400 habe ich auch. Dann bekomme ich ein neues Beschwörerportal. Zack. Und nochmal upgraden. Architekturbüro ein hoch, Schmied ein hoch. Zack. Jetzt habe ich ein Level 5 Schloss. Architektur. Ne, warte mal. Das ist der Schmied, ne? Den kann ich upgraden. Das mache ich doch gleich mal. Was kann ich jetzt so herstellen? Jetzt kann ich außergewöhnliche Gegenstände herstellen. Dafür muss ich wahrscheinlich grüne nehmen, ne? Tatsache. Soll ich das machen? Das sind alles Schützensachen. Ich mache es einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, woher ich die habe. Ich benutze sie jetzt einfach mal. Für 40 Gold kann ich jetzt einen außergewöhnlichen Gegenstand herstellen. Und ich bekomme einen bescheuerten Helm. Danke. Ich kann auch noch einen magischen herstellen. Dafür habe ich auch noch genug. Mal gucken, was wir da rausbekommen. Handschuhe. Mehr magische kann ich nicht herstellen. Ne, fehlt ein Gegenstand. So, wir können mal reingucken. Oder auch nicht, weil wir gerade im falschen Menü sind. Was ist das? Ah ja, wir haben ja eine neue Fee. Wir hatten ein Level Up, ne? Da, das ist neu. Moshpit. Diese betäubt alle Gegner um dich für 4 Sekunden und gewährt dir dabei vorübergehend ein Schild, das Schaden abwehrt. Je mehr Gegner du um dich hast, desto stärker wird das Schild. Die Fähigkeit werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Können wir jetzt gerade noch nicht machen, weil ich die Fähigkeitenleiste nicht sehe. So, die Goldmine können wir auch upgraden. Gesundheitsanzeige, Kapazität, Produktion pro Stunde. Hier sehen wir halt, wie viel Gold wir pro Stunde bekommen würden. Ist halt auch recht wichtig, wenn ich mal nicht spiele, würde ich mal behaupten. So, aber ich weiß noch nicht, wie es abläuft, wenn die Leute hier wirklich das hier angreifen können. Warum kann ich das noch nicht machen? Schusszeitstufe 6 brauche ich dafür, okay. Dafür brauche ich wie viel? 800 davon, okay. Das Beschwörerportal konnte ich allerdings so upgraden. Ich hau jetzt einfach mal mein Gold raus. Your
Denn ich bekomme, wie ihr seht, was will der jetzt von mir? Der will, dass ich ein Forschungslabor baue. Dann baue ich ein Forschungslabor. So, was kann ich jetzt im Forschungslabor machen? Ja, forschen, gut, das war mir klar. Da kann ich meine Monster upgraden und meine Fallen upgraden. Sehr schön, dann werde ich doch mal die upgraden. Das müsste ich ein höheres Forschungslabor haben, aber das kann ich noch nicht upgraden, ne? Doch, theoretisch schon. Ne, Beschwörungsportal Stufe 5 brauche ich, das habe ich natürlich nicht. Also hier seht ihr dann auf jeden Fall, wie das Spiel zusammenhängt. Kann ich den nicht bewegen? Muss ich vielleicht erst ins Beschwörungsportal gehen oder so? Ich weiß es nicht. Achso, ich kann jetzt sowieso noch deutlich mehr setzen, sehe ich gerade. So. Dann mache ich hier auch mal noch. Knochenspieler hin. Die sind sehr nervig, weil die immer wieder neue beschwören. So, ich kann ja auch mal so einen hier hinsetzen. Mal. So, ich will mal kurz was gucken. Schimpft den Helden an. Greift mit einem heftigen betäubenden Schlag auf den Boden. Greift mit einem Combo an. Du machst das. Ach, okay, das sind immer die gleichen. Okay, ich kann die gar nicht einzeln setzen. Gut. So. Die Fässer kommen hier hin. Allesamt. So eine ganze kleine Fassarmee. So. Hühner sind mir egal. Wie viele Punkte habe ich denn noch? Ja, nicht mehr viel. Dann nerv ich einfach nochmal mit zwei Knochenspieler. So. Muss ich das jetzt testen? Scheint so. Auch wenn ich das... Ups. Ich drehe gerade aus Versehen die Kamera. So. Auch wenn ich das jetzt nicht testen will, weil ich mich da nicht unbedingt durchprügeln möchte. Ich habe die neue Fähigkeit noch nicht drin. Da, das ist diese Sturmattacke, die er macht. Also wenn man die einzeln pullen, sollte es eigentlich gehen. Hier ist schon ein Toter. Aua. Da oben schaffen weiter. Jetzt habe ich sie geweckt. So, nervt mich mal nicht, sterbt mal daran. Sollte ich eigentlich schaffen. Ist natürlich blöd, wenn man seinen eigenen Druck schafft, ne? Besser wäre natürlich, wenn man selbst voller Verzweiflung ist. Aber gut. Ihr seht, es ist auf jeden Fall machbar. Ich habe jetzt keine großartige Lust, die Minen oder so zu zerstören. Dann könnte ich natürlich machen. Ich muss erst alle Minen zerstören, okay. Ich glaube, da mache ich so mehr Schaden. So. Dann schütze ich das Ding gleichzeitig mal noch. Okay, das wird nicht wirklich geschützt die ganze Zeit. Zack, kaputt. Und hier durch. Damit hätten wir mein Schloss gemeistert. Super Sache. Wie gesagt, das Schloss selbst, das hier, was ihr jetzt seht, werde ich meistens upgraden, wenn ihr halt nicht dabei seid. Damit das schon mal klar ist. So, ich möchte jetzt, guck mal, der hat schon zwei Kronen, greifen wir ihn nochmal an. Schwierigkeitsgrad leicht, Schlossgewinnrate 0%. Letzte Bearbeitung vor 3 Monaten, Verteidigungswert 37. Das hier sind die Sachen, die wir bekommen. Greifen wir ihn mal an. Das ist jetzt ein Spieler. Der hat sein Schloss halt genau wie ich gerade selbst gemacht im Endeffekt. Siegbedingung. Diese Sterne repräsentieren die Siegbedingung beim Angriff auf das Schloss und bestimmen, wie viele Kronen du gewinnst. Okay. Das sehen wir jetzt oben rechts, die Kronen, die Sterne. Und die Zeit, in der wir es schaffen müssen, wenn ich das richtig verstehe. Okay, relativ offen. Keinerlei Feinde. Außer hier hinten halt. Aber das zählt nicht als Feind. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, meine Fähigkeiten umzurüsten, ne?
sehen. Und da haben wir Gegenstand gefunden. Ja, wir können natürlich auch in Spieler Schusshand Gegenstände finden. Ach, er hat hier bei seinen Brunnen. Bei seinen Brunnen die ganzen Dinger hingestellt. Hier vorne liegt noch Gold. Hier ist Küken. Müssen wir den hier noch kaputt hauen. Und der hier muss auch noch weg. So, ein Stern. Zwei Sterne. Drei Sterne. Damit hätten wir den geschafft. Ich finde, das war ein guter Ansatz. Man kann es noch besser machen. Darum kriegt er keine vollen Sterne. 20 Kronen haben wir dafür bekommen. Durchs Durchwaschen hier. Ihr seht hier es. Keine Sterne ohne... Also wir bekommen keine Kronen, wenn wir keine Sterne haben. Ein Stern, 20%, 50%, 100%. Weiter. Kommentar hätten wir auch noch schreiben können. Der Wettbewerb hat begonnen. Er erreicht die Unterdauer in der ersten Liga. Okay, sehr schön. Und ja, was haben wir denn jetzt Neues bekommen? Der Helm ist sowieso scheißegal. Bessere Beutequalität, ne? Aber kritisch ist halt deutlich höher. Ausweichchance ist geil. Ich packe die mal hier nach hinten. Vielleicht entscheide ich mich mal irgendwann um. Und trage doch die, weil die hat momentan Beutechance. Ist natürlich relativ geil. Das Ding ist auch deutlich besser, wie man sieht. Darum wechsle ich. So, wir können herstellen. Wir können auf jeden Fall wieder einen neuen Gegenstand herstellen, was wir auch gleich mal machen. So, noch was reinpacken. Level 4 bis 7 wird dieser Gegenstand sein. Also zwischen 4 bis 7. Sind Handschuhe, werden aber wahrscheinlich nicht besser sein. Nee, dachte ich mir schon. Gut, den Rest können wir auch verkaufen. Ist eigentlich total unwichtig gerade. Money! So. Aber ich glaube, das reicht doch schon mal für den ersten Part, für den ersten Eindruck für euch. Nasgott wird jetzt, also wurde jetzt hierfür pausiert, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Warum? Wenn ihr die letzten beiden Parts gesehen habt, wisst ihr vielleicht warum. Mich hat es extrem genervt, dass, was heißt denn die 2? Dass es so unbalanced ist. Was heißt die 2? Okay. Achso, apropos meines Heldens. Fällt mir gerade ein. Den Moshpit wollte ich reintun. Ja, sie ist sehr an Metal. Angelegt, sag ich mal. Hier seht ihr dann noch die Fähigkeiten, die wir später bekommen. Also den finde ich bis jetzt sehr gut. Die Pirouette. Kopfnuss, wie gesagt, nicht so gut. Flipperkugel, bin ich mal gespannt. Gut, aber ich beende jetzt diesen Part wirklich. Mehr Schlösser. Okay, da können wir dann neue Schlösser wahrscheinlich holen. Oder wollen wir doch eins machen? Wollen wir den Part mal Überlänge machen? Guck mal da. Da ist noch Stufe 5er. Machen wir den auch nochmal. Mittel! Schussgewinnrate 50%. 19 bei Sieg, 20, wenn ich verliere. Versuchen wir ihn. Das scheint schon eine größere Herausforderung zu sein. Bin ich ja mal gespannt. So. Schon wieder so ein schönes Item bekommen. Dann haben wir die weg. Gerade nochmal genau das gleiche Item wie vorhin bekommen. Super. Hier ist so ein Fallenstrom-Ding. Das heißt, hier sind Fallen, wie man sieht. Komm her, Blödmann. Das hier sind Klebefallen wahrscheinlich. Ja. So. Damit wären wir schon durch. Mehr oder weniger. Wir können mal kurz Moshpit anmachen. So sieht das dann aus. Jeweils nur ein Gegner. Hat sich also nicht ganz so gelohnt. Oh, ich habe einen Schlag vergessen. Entschuldigung. So, plus 5 Sekunden kommen wir hinzu, wenn wir das Ding zerstören. 3 Sterne. Ja, das war jetzt mal überhaupt keine Herausforderung. Da muss ich zugeben, fand ich ihn vorher besser. Chris, 3 Daumen hoch von mir. Wie gesagt, hier kann man auch noch einen Kommentar hinterlassen, wenn man möchte. 19 Punkte haben wir bekommen. Wie es halt stand, wenn wir es halt... perfekt schaffen im Endeffekt. Gut. Aber ich denke mal, das war es dann jetzt wirklich so langsam. Ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, diese Schüsse hier werde ich mit euch gemeinsam machen. Was die Verteidigung angeht, werde ich hauptsächlich privat arbeiten. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Ciao.